So, jetzt kommt der Zug. Komm rüber! Scheiß Dreck, wie er rausgeht. Der Zug kommt gleich. So, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indiana Jones der Abenteurer oder euer Captain America. Mit dabei ist die Cousine Barbara Schwarz mit Hund Charlie aus Hamburg. Und wir sind auch nach dem Oldtimer-Treffen in Langenzenn. Kommt jetzt der historische Zug vorbeigefahren. Den versuchen wir zu filmen. Er soll eigentlich schon vor 10 Minuten da sein. Jetzt kommt er dann. Die Schienen gehen runter. Ja, aber geh raus mit der Hubschrift. Na komm da, in welche Richtung kommt er dann? Der muss da hinten kommen. Die Schienen gehen schon runter, also diese Dinger. Dahin kommt er, muss aufpassen. Da kommt er. Er kommt, da ist der falsche Zug. Yes, da kommt er. Jawohl! Genau so nach da vorne gehen. Schön, ne? Hallo, Frau? Komm, wir laufen ganz vor. Komm, wir laufen ganz vor. Wir laufen ganz vor. Zu Lok. Auf an der Bleiche nach Westen Richtung Handgraben starten. Ich bin vorne bei Lok. Da schon mal kommt der Papa. Warte. Ja, aber fahr doch raus, na, oder nicht mal raus. So. So. Nach 600 Metern links abbiegen auf Ziegenberg. Ab da, könnt ihr weiter. Da ist das abgelaufen. Ja, schöne Lok. Ist das nicht eine schöne Lok? Was für Lok ist denn das? Was für Lok ist denn das? Das ist eine Baureihe 52. Wo fährt denn die hin? Wir fahren jetzt nach Siegelsdorf. Okay, Siegelsdorf, wir fahren los. Wir fahren los. Gute Fahrt! Gute Fahrt! Wunderbar, jetzt
So. Der muss da hinten kommen. Die Schienen gehen schon runter, also diese Dinger. Da hinten kommt er, muss aufpassen. Da kommt er. Yes, da kommt er. Jawohl! Genau so macht das, weitergehen. Ah, ja. Yeah. Yeah. Oh, das ist schön, ne? Hallo, Frau. Komm, wir laufen ganz vor. Komm, wir laufen ganz vor. Auf an der Bleiche nach Westen Richtung Hartgraben starten, dann rechts abbiegen auf Würzburger Straße. Auf an der Bleiche nach Westen Richtung Hartgraben starten, dann rechts abbiegen auf Würzburger Straße. Warte. So. So. Nach 600 Metern links abbiegen auf Ziegenberg. Da ist was abgelassen. Ja, schöne Lok. Ist das nicht ein schöner Lok? Was für ein Lok ist denn das? Was für ein Lok ist denn das? Das ist eine Baureihe 50. Wo fährt denn die hin? Siegelsdorf. Okay, Siegelsdorf, wir fahren los. Gute Fahrt! Gute Fahrt! Ah, wunderbar, jetzt wirklich! So Leute, das war der Zug hier, der historische Zug, das haben wir vorhin noch gesehen hier an den Oldtimer-Treffen langsam. Jetzt muss man die Cousine Barbara Schwarz einsammeln und werden wir weiterfahren. Wenn das Wetter hält, gehen wir am Markt Erlenbach zum Oldtimer-Treffen. So, ach da bist du! Dann sage ich danke fürs Zuschauen, das Einschalten. Da vorne war noch ein Oldtimer. Oh. Die Fahrt hat 50 Euro pro Person gekostet. Ja? Die waren voll. Ja, klar. Hat dir gefallen, oder? Ja, klasse. Ich habe also, es war. Genommen.
Alles gefilmt, alles mit Handy und mit GoPro gefilmt hier. Handy und GoPro. Wir gehen weiter. Danke fürs Zuschauen, einschalten. Bernd hat wieder. Lud meinen Kanal weiterfüllen. Jawohl, Dampf raus. Falls man Kanal nicht findet, geht auf YouTube ein oder Google-Suche, Video ein, Name, Titel Justus König oder Justus unterwegs. Da findet alle meine Videos unter meinem YouTube-Kanal, die haben auf der Suche nach neuen Abenteuer. Weiterfüllen und liken und abonnieren nicht vergessen und die Glocke nicht so vergessen zu aktivieren. Da findet alle Videos unter diesem, wenn ihr nachher ein neues Video online ist und dann eine Playlist habe ich, das wird aufgeräumt. Da sind alle bestimmten Videos und bestimmten Themen. Jawohl. Dampf raus. Zum Beispiel historische Züge, wo ich gefilmt habe. Die Fränkische Schweizbahn. Und jetzt heute mal hier die Bahn. Justus Over and Out. Danke fürs Zuschauen, einschalten, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Viele Grüße aus Langsam. Und von der Lok auch. Die haben wir ja auf dem Oldtimer-Treffen die ganze Zeit gehört. Da habe ich das Auto schon geparkt. Da kommt er. Er kommt, da ist der rote Zug. Yes, da kommt er. Ja, eine Lokomotive. Alles aussteigen! Jesus Christ. Ja! War schön? Entschuldigung, was kostet da die Fahrt? Wir sind voll, es geht nichts mehr. Ich frage nur, was die Fahrt kostet. 15 Euro, glaube ich. Dankeschön. So, sind wir alle. Die Türen schließen. Der Zug fährt leider. Und es hält, es sitzt und passt. Also. Ah. Das müssen wir nicht reintun. Das können wir nicht machen. Meine Damen und Herren, der Zug fährt weiter. Die alte Lok. Die alte Lok. Okay.
das war. Freunde.